Ja, also herzlich willkommen zum vierten Teil inzwischen schon des 100 Abonnenten Specials. Diesmal ist es. Hi Chef, hier Chainsaw 16. Genau. In der vierten Runde ist er dran. Ich habe es jetzt, wie gesagt, oder euch noch nicht gesagt, auf 25 Minuten angesetzt, weil 15 Minuten einfach zu wenig waren. Gut. Die ersten Fragen sind die standardmäßigen Fragen. Dein Vornamen, wenn du willst, dein Nachnamen und wenn du willst, danach, Alter. Alles klar. Mein Name ist Matthias Voss. Voss mit SZ. Bin zurzeit 19 Jahre alt. Geburtstag, September der 11. Okay, deine Hobbys dann noch? Meine Hobbys? Ich leg mich gerne schlafen und rede mit meinen Kollegen hier. Okay. Nein, ich habe allgemein, bin ich von meinem Beruf her bin ich ziemlich eingeschränkt. Von daher habe ich nicht viel Zeit. Was war deine erste Konsole, die du jemals hattest? Meine erste Konsole, die ich jemals hatte, da muss ich mal überlegen, weil ich glaube, also die ich selber besessen habe oder die Ja, allgemein, also die ich die, selber mit der du, besessen. die, mit der du zum ersten Mal gespielt hast. Achso, die ich zum ersten Mal mitgespielt habe. Ich glaube, das war sogar noch der alte Nintendo gewesen, wenn ich mir recht sicher bin. Oh Gott. Kannst du dich Das. an das erste Spiel dazu noch erinnern? Ja, ich glaube, das war sogar Super Mario 3 gewesen. Super Mario Bros. 3, das war das gewesen. Das war das erste Spiel. Das genialste Spiel der Reihe. Welches Spielegenre bevorzugst du? Das Spielgenre, das ich zur Zeit bevorzuge, jetzt so ganz, also bei mir springt das ja immer so ein bisschen hin und her, aber so ganz genau, also es ist eigentlich immer ein Strategiespiel, also entweder Strategiespiele oder Rollenspiele, eins von beiden. Es wechselt immer so hin und her. Zur Zeit sind es wieder die Strategiespiele, aber ja, das ist eigentlich immer das, was ich zum Beispiel. Ego-Shooter sind natürlich auch ganz nett, aber dazwischen wechselt das immer. Okay. Wann hast du angefangen zu Let's Playen? Ich habe angefangen zu Let's Playen. Der 19. Dezember war das gewesen. Da habe ich dann auch wirklich angefangen. Also, da habe ich mein erstes Let's Play-Video hochgeladen. Also Was für ein wirklich. Gedächtnis. Wie Ja, kam's? das weiß ich noch. Das war ja kurz vor Weihnachten. Das war so ein Termin, den kann man sich noch merken. Ja, warum hast du denn angefangen zu Let's Playen? Was war dein Anstoß? Angefangen zu Let's Playen habe ich, also es sind eigentlich verschiedene Faktoren gewesen, die sich da zusammengesammelt haben. Das waren zum einen war das einfach mal, ich habe schon seit ungefähr seit Mai, April oder so um den Zeitpunkt 2009 habe ich schon Let's Plays verfolgt und habe mir die angesehen und fand war auch immer völlig fasziniert von den Leuten da. Wen habe ich immer täglich gesehen? Den Nintendo Capri-Sun, das sagt bestimmt einigen was. Den habe ich mir das öfter mal angesehen und ja, irgendwann habe ich dann auch herausgefunden, da kam ein Kollege bei mir nach Hause und hat mir dann auch mal so gezeigt, ey, kennst du hier deutsche Let's Player, den Funk Royal zum Beispiel? Und dann habe ich mir das auch mal angesehen. Hab dann auch so, oh Mensch, das ist ja gar nicht so schlecht. Weil eigentlich war ich von deutschen Let's Playern vorher immer enttäuscht geworden, weil da nie sehr viel Gutes bei rauskam. Und dann, ja, der war auf jeden Fall gut gewesen. Und da habe ich mir den auch das zweite Mal angesehen. Ja, dann dachte ich mir so an einen Samstag. Ich glaube, das war sogar ein Samstag gewesen, der 19. Dezember. Da habe ich mir dann so gedacht, schaust du dich mal so ein bisschen weiter auch nochmal bei anderen deutschen Let's Play rum. Und da habe ich jemanden gefunden, das war der Odin Erge Jesus gewesen. Auch nicht ganz so klein. Der hatte, ja, zu dem Moment hatten wir alle noch keine Abonnenten gehabt. Da hatten wir irgendwie 30 oder 40. Da habe ich mir das mal angesehen. Da hatte Terranigma gemacht. Und Terranigma ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Da sind wir schon wieder in der Kategorie, ne, Rollenspiele. Ich glaube, wir hatten das eben auch einmal kurz angesprochen. Ja, wir Ja, kamen stimmt. dazu. Mein Lieblings-LP, ja genau, habe ich da hingeschrieben. Und ja, mir dachte ich, ja, wenn der das macht, dann kann ich das auch. Der hat mir dann so einen finalen Anstoß gegeben. Das war jetzt nicht, weil persönlich er jetzt mir der Liebste war. Es war einfach nur gewesen, der Typ hat irgendwie nochmal irgendwie einen Tritt gegeben, so von wegen, ja, wenn der das macht, dann mache ich das halt auch. Dann will ich auch mal gucken, ob ich das schaffe. So war es eigentlich eher gewesen. Okay, was bedeutet Let's Playen eigentlich für dich? Let's Playen ist für mich im Leben schon ein relativ großes Hobby geworden, das einfach auch darin liegt, weil man sehr viel, wenn man will, ja, kann man immer mehr und mehr Zeit rein investieren. Man könnte immer mehr und mehr machen, man könnte interaktiv, könnte immer mehr vorgehen, man könnte immer mehr Kommentare bei anderen schreiben, etc., etc. Aber das sollte man alles irgendwo Maßen halten, weil, wie gesagt, Beruf ist noch da, dann ist noch, das schon, ja, schlafen muss auch irgendwann, all der ganze Kram, der einen auch aufhält, man muss lernen für Schule, es ist, man darf sich nicht zu viel dazu hingeben. Aber für mich ist Let's Play schon was relativ Großes geworden.
Also, ist schon Teil, macht schon mal einen teilweise Lebens aus. Und ich bereue es auf keinen Fall, dass ich es angefangen habe. Das ist gut. Was macht dich einzigartig in der Let's Player-Gemeinschaft? Ich glaube, was mich so ein bisschen einzigartig macht in der Let's Play Gemeinschaft, ist einfach nur, weil ich mich auch versuche für die kleinen Let's Player, wenn dann Feedback gefragt wird, etc., dass wenn da was kommt, dass ich dann auch gerne darauf antworte. Soweit ist ja auch eine ordentliche Nachricht geschickt und nicht, wenn da so einer kommt, ey, kannst du mal bitte bei mir reintun, wäre echt nett, please. Sub for Sub, aber Abo versus Abo. Ja, dann. Warum? Also dann natürlich nicht, aber wenn jetzt so einfach gute Anfragen kommen, wie zum Beispiel von dir, dann sage ich natürlich, hey, gerne. Sag ich, schau ich mal gerne vorbei, mache auch mal gerne so ein Interview mit. Warum auch nicht? Das finde ich Danke. super. Da mache ich dann gerne mit. Ja, und was mich dann wirklich sehr einzig einmal von meinem Kommentarstil her ist, glaube ich, meine relativ aufgedrehte Art, die irgendwie niemand so wirklich einschlägt. Das ist, glaube ich, besonders dann auch, dass ich ja eher weniger Probleme habe, mich da mit der Webcam da zu zeigen. Da haben ja viele Leute einfach Hemmungen vor. Ich sehe mich selber jetzt nicht als sehr attraktiven Kerl an, aber viele Leute erwarten einfach so bei Horrorspielen, dass sie einfach so auch so ein bisschen die Gesichtsauszüge sehen können. Ja, ist einfach so. Ich erinnere es Das an Pia. genau, zum Beispiel 4 oder Nightmare House. Wie das alles heiße, Endboll mache ich das auch gerne. Da passt das einfach schön. Da mache ich das einfach gerne. Und ja, wie gesagt, mein aufgedrehter Kommentarstil ist wohl etwas, was mich wirklich sehr auszeichnet. Was glaubst du, welches Bild übermittelst du deinen Zuschauern von dir? Was für ein Bild ich meinen Zuschauer übermittle? In welchem Sinne ist die Frage jetzt gestellt? Das ist jetzt ein bisschen. Was glaubst du, wie sehen dich deine Zuschauer? Also, wie denken sie, bist du so? Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass viele Leute einfach denken, dass diese Schauspielerei, dass das meiste ziemlich ernst gemeint ist. Ich bin bei den Let's Playen, bin ich eine ganz andere Person. Das sind viele Leute bei den Let's Playen. Bei mir ist es besonders hart, so, weil es ist einfach eine ganz andere Art von Let's Play, also, wie ich das angehe. Und ich glaube, viele Leute denken wirklich, ich bin irgendwie total durchgeknallt und gehöre eigentlich in die Klasse. Also, das kann ich auch irgendwo auch nicht verübeln, besonders, wir haben sehr viele junge Zuschauer, wir können nichts anderes sagen. Wir haben eine sehr junge Fangemeinde. Es schauen sehr viele junge Leute die Let's Plays und da kann ich es endlich verübeln, wenn dann mal einer ankommt und glaubt, dass das wirklich so ist. Versucht die dann aber natürlich auch darüber aufzuklären. Hab auch bei mir auf dem Kanal stehen, bitte nehmt das Ganze nicht so ernst, schaut es auch einfach mal an und macht euch ein Bild von der ganzen Sache. Aber ich glaube, mal vom gesamten Bild her gebe ich eigentlich einen relativ normalen Typen ab, der einfach nur seine Videos macht und ja, mehr glaube ich auch nicht. Also ich gebe es keinen bestimmten Wert ab, glaube ich. Okay, erinnerst du dich an deinen ersten Abonnementen? Mein erster Abonnent, ja, das ist so eine Sache, weißt du, das war ja, ich habe meinen Account ja schon Januar 2008 eröffnet. Von daher kann ich auch nicht sagen, welcher erste Let's Player Abonnenten ich hatte. Ich glaube, das war, wenn nicht sogar, boah, das weiß ich nicht mehr. Ich kann mich nur an meinen ersten wichtigen Abonnenten erinnern, der mich damals abonniert. Das war der ZombieStorm94 gewesen. Das war ein Kommentator, der hat wirklich zu jedem Kommentar, also jedem Video damals schon einen Kommentar bei mir geschrieben. Und tut das auch heute noch. Das ist das Besondere an dem Typen. Und da an den kann ich mich noch erinnern, aber weiter nicht. Das war irgendwie, ja, zu Anfang hatte ich 13 Abonnenten gehabt, als sie angefangen hat zu Let's Playen. Die waren einfach schon da. Das waren Kollegen, Freunde. Und ja, ich glaube, der war nachher der 25., 26., 30., irgendwo da. Hui. Okay, das war jetzt der allgemeine Kram. Kommen wir nun also zu deinem Python zur Community. Alles klar. Was ist dir zunächst einmal wichtiger, Zuschauer oder Abonnenten? Sagen wir es mal so, mir sind natürlich die Zuschauer wichtiger, aber noch wichtiger sind mir die Leute, die sich ja auch irgendwie auch damit auseinandersetzen und auch Kommentare schreiben bei der ganzen Sache. Und auch wirklich so, das war, also jetzt nicht nur machen, nice Witz. Wenn ich das lese ich nicht so gerne. Denke, ja, super Kommentar. Das bringt mir jetzt auch nichts. Wenn die Leute so ein bisschen auf das Video eingehen und vielleicht sich auch ein bisschen so diskutieren und sie unterhalten, so wenn ich das so lese, das finde ich immer ganz nett. Also Abonnenten sind für mich kein Ausdruck. Abonnenten zeigen einem höchstens, ja, wie viele Leute eben schon einen abonniert haben. Also das ist alles. Was bringt einen Abonnenten, wenn niemand zuschaut? Das ist so ein Ding. Das ist genauso wie ein Zapfhaus. Wieso lässt du dich abonnieren, wenn du sowieso nichts machst? Ja, das wäre schon eine der nächsten Fragen gewesen. Was denkst du über das unausgewogene Abonnenten-Zuschauer-Verhältnis? Das ist ja so. Viele Leute sehen, also was meistens der Fall ist, viele Leute sehen ein Spiel, sehen, dass ein bestimmter Typ zum Beispiel jetzt ein neues Spiel macht
Und sagen sie, oh geil, der macht ein neues Spiel, so geil, muss ich gleich abonnieren, das muss ich unbedingt sehen, das Spiel. Schauen dann vielleicht ein, zwei Folgen rein und das war's dann auch. Dann gehen sie auch wieder. Vergessen dann aber auch wieder zu deabonnieren. Besonders oft ist es der Fall, wenn man jetzt ein neues Let's Play startet, dann abonnieren einem meistens einige Leute hinzu, weil sie das Spiel einfach gerne sehen wollen. Aber ja, wer bleibt, das sind dann meistens immer, also was ich aus eigener Erfahrung sagen kann, sind es dann meistens so ein Sechstel bis ein Fünftel der Leute, die da wirklich auch immer da sind. Mehr sind das dann meistens nicht. Besonders umso größer man wird, umso mehr inaktive Leute gibt es, also umso mehr tote Abonnenten gibt es auch einfach. Also umso größer man wird, umso mehr inaktive Leute gibt es. Das steigert sich einfach. Wie? Nein, nicht weil, wie, sondern wann abonnierst du andere Leute auf YouTube? Ja, das ist eine interessante Frage. Also jetzt sagen wir mal Let's Player oder sagen wir wirklich YouTuber? YouTuber. YouTuber. Also es gibt bestimmte Leute wie zum Beispiel, ja, was habe ich denn zum Beispiel abonniert? Jetzt mal einfach mal, um nicht Let's Player mal an sich anzuschauen. Also was habe ich da abonniert? Da habe ich zum Beispiel habe ich da von StarCraft, habe ich da einfach Broadcast abonniert. Das sind einfach so meine persönlichen Interessen in dem Fall. Die ich mir interessiert. Das Videoamt habe ich abonniert zum Beispiel. Das ist einfach nur macht interessante Tutorials, der bringt das interessant rüber. Also was ihr machen müsst, ist einfach Sachen wirklich auf den Punkt bringen, nicht zu lang, ja, nicht die Sachen zu lang ziehen. Also das sind so bestimmte Sachen. Vlogs schaue ich mir zum Beispiel überhaupt nicht an. Vlogs, mit Vlogs kommt ihr bei mir nicht weiter. Da kriege ich eigentlich schon das Kotzen, wenn ich das Wort höre. Das ist echt nichts für mich. Das sind so eine Leute wie Niga Higa zum Beispiel. Das werde ich niemals verstehen, warum alle Leute den abonnieren. Das habe ich nicht. Naja, aber das ist wahrscheinlich dann schon fast so eine Art Gruppenzwang. Ne, Gruppenzwang kann man nicht sagen, aber einfach nur, er ist der größte, ja, er hat die meisten Abonnenten und deshalb abonniere ich ihn auch. Das ist ja meistens schon so Ausstand gegen Besuch. Aber um einen Let's Player zu abonnieren, muss der Let's Player an sich schon eine einzigartige Art haben. Der muss einfach sich von anderen abheben. Der darf nicht so diesen Alltagsbrei bieten. Der muss bei mir interessante Projekte machen, nicht nur die Mainstream-Dinger. Wie zum Beispiel, ja gut, was haben wir denn da zum Beispiel jetzt, in meinem Fall wäre es jetzt, wenn man nur 4-2 und keine Ahnung, was gibt es noch für aktuelle Spiele, nur Splinter Cell macht oder nur Resident Evil 5, so alles, was eben zurzeit aktuell ist. So eine Leute schaue ich mir eigentlich nicht so gerne an, weil ich möchte eher gerne unbekanntere Videos sehen oder Spiele. Und da hat man bei mir eigentlich schon ziemlich viele Extrapunkte, wenn man das macht. Gut. Nerven dich deine Zuschauer auch manchmal mit ihren Kommentaren? Also wirklich richtig, dass du denkst, gleich geht's hoch, gleich koche ich. Es gab bei mir eine Phase, so dass da war ich schon genervt von meinen Zuschauern gewesen. Aber ich versuche mich da auch irgendwie immer so ein bisschen hineinzuversetzen. Na gut, Beleidigungen sind Beleidigungen, da kann man nichts Gutes weiter zu sagen. Ist klar. Aber wenn da jetzt jemand mich wieder irgendwas fragt oder so, das ist so eine Sache, oh, nach Sachen tausendsten Mal bist du natürlich genervt. Ja, das Da sagst du dir, oh, Scheiße, ich will das nicht mehr beantworten. Aber ich habe mir da einfach ein paar Standardfragen fertig gemacht, Standardantworten meine ich fertig gemacht. Oder ich ver ja, zwei Standardantworten habe ich eigentlich nur. Aber sonst beantworte ich das immer persönlich. Das kommt einfach. Ach, ja, manche Leute, die müssen halt nachfragen. Das ist einfach so. Die wollen das gerne wissen und die haben keine Lust, selber nachzusehen bei Google. Das ist dann, das ist ja ein bisschen faul. Und man kann ja einfach mal versuchen, das einfach da reinzuschreiben und vielleicht antwortet er ja. Also ich meine, versuchen schadet ja nicht. So schätze ich mal, ist die Denkweise von den Leuten.